Fast möchte man ja sagen, ihr habt es geschafft. Also nicht nur mich geschafft, sondern auch es geschafft, nämlich unsere Reihe zum Thema Liebe. Das ist also jetzt die letzte Predigt dazu. Mehr werdet ihr zumindest dieses Jahr zu dem Thema von mir aller Voraussicht nach nicht hören. Aber das hat natürlich auch eine Schattenseite. Ihr könnt euch jetzt auch nicht mehr rausreden, wenn es um das Thema Liebe geht. Ihr wisst jetzt eigentlich, was Sache ist. Und ihr wisst, dass Jesus uns an der Stelle eine Aufgabe gestellt hat. Dass unser ganzes Leben so etwas wie eine ewig lange Abschlussprüfung ist, wo es darum geht, zu zeigen, dass wir die Lektion, die wir in der Bibel sehen, die wir jetzt hoffentlich auch ein Stückchen gelernt haben, so theoretisch gelernt haben durch die Predigten, dass wir bereit sind, diese Lektionen auch praktisch umzusetzen. Dass wir bereit sind, zu lieben, so wie Jesus geliebt hat. Und das hat so was, ich nenne das mal so was Brutales an sich, diese Liebe. Etwas bis zum Äußersten Gehendes. Eine Liebe, die wir selber empfangen haben, da wo Jesus für uns gestorben ist. Eine Liebe, mit der wir beschenkt worden sind durch den Heiligen Geist. Und die Gott jetzt von uns wieder und durch uns an die Welt weitergeben möchte. Das ist das Thema der letzten Predigten gewesen. Wir sind tatsächlich Salz und Licht der Erde. Immer dann, wenn wir Gutes tun, wenn wir freundlich mit Menschen umgehen, ja, wenn wir ermutigen, wo das dran ist, manchmal einfach auch den Mund halten, wo die Dinge, die wir sagen wollen, nicht dran sind. Wenn wir einfach Liebe auf jede erdenkliche Weise praktizieren, dann sind wir Boten Gottes an eine Welt, die diese Liebe nicht kennt. Dann ist eine Liebe, die so radikal ist, dass sie sogar unsere Feinde mit einschließt. Ich möchte euch das zeigen im Römerbrief, im Kapitel 12, Römer 12, Vers 20. Da geht der Apostel Paulus so weit, dass er die Briefempfänger auffordert, Römer 12, Vers 20, wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist irre. Wenn nun deinen Feind hungert, speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Das ist dasselbe, was wir auch in der Bergpredigt, Matthäus 5, schon öfter gelesen haben. Da sagt der Herr Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und man darf sich wirklich ehrlich die Frage stellen, warum? Was soll das bringen? Und die Antwort lautet, damit ihr Söhne, und ich übersetze jetzt mal ein bisschen freier, Söhne und Töchter eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und an so einer Stelle, also ich hoffe, dass wir noch ein Stückchen erschrecken, wenn wir sowas lesen. Also, ihr sollt vollkommen sein. Hä? Wie soll das denn gehen? Aber das ist das Ziel, das Gott uns vor Augen stellt. Das ist ein irres Ziel für mein Leben. Ich soll so werden, wie mein Vater im Himmel ist. Wisst ihr, ich sage mir das manchmal so ganz praktisch. Gott hat den lieb, der seinen Hund in meinen Vorgarten kacken lässt. Gott hat den lieb, der mir links vorne die Beule reingefahren hat. Muss ein blaues Auto gewesen sein, weil das sieht man noch. Leider hat er sich nicht gemeldet. Und er hat den lieb, der hier unten mit seiner Sprühflasche meinte, seinen Tag unbedingt an unserer Kirche auszumalen. Das sind die Leute, die Gott lieb hat. Und jetzt schickt Gott mich in diese Welt, damit ich zu Leuten gehe, die in ihrer Seele einfach ein Stückchen krank sind, verdorrt sind,
die für mich manchmal so rumkommen wie Zombies, so lebende Tote, die ihr Leben irgendwie abreißen zwischen hier ist mein Fernseher, da ist der Kiosk und da habe ich meine Arbeit. Ja? Und dann pendel ich immer zwischen Fernseher, Kiosk, Arbeit, Fernseher, Kiosk, Arbeit. Und in so eine Welt schickt Gott mich hinein mit seiner Liebe. Warum? Weil Gott solche Typen liebt. Ich schaue bei mir vom Balkon runter. Ich habe da unten so einen Kiosk. Ja? Ich sehe sie wie jeden Tag dieselben. Und das, was ich merken muss, ist, Gott liebt diese Typen. Er hat sie nicht abgeschrieben. Und ein Grund, warum ich die Wohnung da drüben habe, ist, weil Gott diese Typen liebt. Ganz einfach. Und das ist diese Liebe, die mich einfach umhaut, wo ich sage, das müssen wir wirklich begreifen. Gott hat sein Herz an solche Typen verloren. Und er hat uns, ganz persönlich, dich dafür geliebt, dass du dich nicht über solche Menschen aufregst. Immer wenn wir so im Hals durch die Gegend rennen, oh, ja, schon wieder, ja. Und ich komme jeden Morgen raus und er hat irgend so ein Wow. Seine Bedürfnis in meinen Vorgarten gemacht. Es ist ja jeden Morgen. Und manchmal habe ich natürlich schon die Überlegung, irgendwie eine Selbstschussanlage anzubringen oder wenigstens eine Kamera, ja, oder wenigstens. Und denke ich mir wieder, nee, komm, sei ein bisschen ruhiger. Ich bin nicht dazu berufen, mich aufzuregen. Ich bin dazu berufen, Menschen zu lieben. Ich bin so dazu berufen, zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und ich schaue mir die Evangelien an und Jesus ist der fast nie sich aufgeregt hat. Es gibt so 2-3 Momente, wo Jesus deutlich gesagt hatte, was Sache ist. Aber es sind eben nur 2-3 Momente. Und da ist viel vorne weggegangen. Und es hat viel mit religiöser Heuchelei zu tun. Aber so diese kleinen Dinge, da wo einer sich so ein bisschen daneben benimmt, da war Jesus total entspannt. Und ich glaube, dass an der Stelle, wo wir auf solche Menschen treffen, die uns einfach nicht mehr liegen von ihrer Art, dass da das beginnt, was der Herr Jesus an der Stelle im Markus-Evangelium, in Markus 8, Vers 35, bezeichnet, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Und jetzt lesen wir etwas von, du musst dein Leben verlieren. Und vor meinem geistigen Auge läuft so ein Scheiterhaufen-Ding ab, ja? Also, oder weil wir jetzt Schwestern haben, die ja auch gebetet haben für die Christen, die verfolgt werden, ja? Ich denke dann irgendwo an Verfolgung gleich zum Tod. Aber das ist nicht das, wie wir hier in Deutschland Verfolgung erleben. Das ist auch nicht das, wie wir unser Leben verlieren. Wir verlieren unser Leben auf so eine ganz kleine Weise. Da, wo ich bereit bin, meine Eigennützigkeit aufzugeben, wo ich bereit bin, meine Bequemlichkeit zu opfern, um den Liebesauftrag Jesu zu erfüllen. An der Stelle beginnt der Punkt, dass wir unser Leben verlieren. Es kann so weit gehen bis zum Tod. Aber es fängt viel früher an. Und die Frage ist, bin ich da, wo es mein Leben betrifft, das Lieben, wo Lieben für mich unbequem wird, bin ich an der Stelle bereit, wirklich ernst zu machen? Und ich glaube, wenn wir nicht bereit sind, unser Leben zu verlieren, dann werden wir mit Sätzen wie, aber, da sagt Jesus in Lukas 6, Vers 27, aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Wenn wir nicht bereit sind, unser Leben zu verlieren, wenn wir immer die Nummer 1 sein wollen, immer entscheiden wollen, was wir für richtig halten und das dann auch durchziehen, dann werden wir an so einer Stelle sagen, nee, das mache ich nicht. Das will ich nicht. Ich will nicht meine Feinde lieben. Ich will nicht die segnen, die mir fluchen. Ich will nicht für die beten, die mich beleidigen und mir wehgetan haben. Ich will das einfach nicht. Aber genau dazu sind wir berufen. Vers 29, dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere da und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Unterkleid nicht. Vers 31, und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut ihr ihnen auch. Und nochmal Vers 35, doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen, und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und jetzt wirst du sagen, boah, nur froh, dass ich jetzt keine Feinde habe, ja? Da kann das Wort so ein bisschen an mir vorbeigleiten. Und ich möchte sagen, wer ist die Person in deinem Leben, wo du sagst, okay, wenn es um Liebe geht, ist es definitiv die letzte Person, an die ich denken würde.
Das ist dein Feind. Das ist die Person, um die es hier geht. Vielleicht denkst du, ich habe ein Recht darauf, wenn es um Liebe geht, Nein zu sagen. Also, ich liebe 98% der Bevölkerung, aber bei 2% Nein. Und dann kommt so ein Text daher und dann sagt Gott dir, dass du bei keiner einzigen Person das Recht hast, Nein zu sagen. Und der Grund dafür ist, weil Gott nicht Nein zu dir gesagt hat. Weil Gott dir am Kreuz einen Neuanfang geschenkt hat. Weil Gott dich geliebt hat. Und dir an der Stelle gezeigt hat, wie krass echte Liebe ist. Und weil wir am Kreuz sehen, was das heißt, dazu berufen zu sein, wirklich zu lieben. Und wie diese Liebe nicht an der Stelle Schluss machen kann, wo ich sage, so, hier ist jetzt mein persönlicher Punkt erreicht. Sondern wie Jesus eine Liebe gelebt hat, die bereit war, alles zu geben, radikal, ohne Netz und doppelten Boden, einfach auf den anderen zuzugehen und zu sagen, da, wo ich dich erreichen kann, da, wo ich dich lieben kann, da, wo ich dir begegnen kann, von mir aus zu deinen Konditionen, ich komme dir entgegen. Ich will dich. Ich will dich wirklich. Und so hat Jesus jeden von uns an einer anderen Stelle seines Lebens abgeholt. Hat jedem von uns eine andere Portion von Mist vergeben. Hat jedem von uns Dinge gezeigt und offenbart, die wir gebraucht haben, um ihn zu erkennen. Und er hat sich immer auf uns eingelassen. Und erwartet jetzt im Gegenzug, dass wir diese Liebe, die wir selber erfahren haben, dieses ganz persönlich, existenziell, ja, ich sag mal brutal radikale, dass wir bereit sind, das auch zu leben. Weil wir als Jünger Jesu einfach einen Meister haben, der uns zeigt, wie man es macht. Aber das war nicht das Thema für heute, das wisst ihr. Es geht gar nicht um Feindesliebe. Es geht ja heute um was ganz anderes. Das war nur so ein kleiner Schlenker, damit Holger nicht wieder sagt, ich habe nur Redundanz bei mir drin. Also was Neues, Holger. Jetzt kommt das Eigentliche. Das Thema heute lautet ja eigentlich Liebe in einer Gemeinde voller Sünder. Und da das Unterthema liebevoll mit Unterschieden leben. Also wir kommen jetzt so aus den luftigen Höhen der Feindesliebe, wo jetzt gerade keiner hier ist, vielleicht hoffentlich, ja. Also ich hoffe das mal für euch. Also ich gehe mal an, da oben, ja. Wir kommen mal runter auf die Realität. Liebe in der Gemeinschaft, Dinge, die wir heute Nachmittag noch praktizieren können. Und reden über die Unterschiede, die uns hier so, wenn wir uns einfach treffen in unserer kleinen Gemeindegründungsarbeit, so begegnen. Spürbare, sichtbare Unterschiede. Und der Punkt, um den es mir heute geht, ist der. Wenn Gott uns in die Gemeinschaft der Gemeinde hineinruft, dann ist das, dieser Ruf in die Gemeinschaft, kein Ruf zur Uniformität, also zur Einheitlichkeit. Die Gemeinde ist nicht so ein kommunistisches Gemeinwesen, wo man, wenn man eintritt, irgendwo so am draußen irgendwas unterschreibt und dann werden alle eins und gleich. Sondern die Gemeinde ist vom Auftrag her eine Gruppe, wo der Heilige Geist jeden Einzelnen mit seiner Persönlichkeit und auch mit seiner Stellung innerhalb der Gesellschaft einbaut. Es ist eigentlich eine Gruppe von total unterschiedlichen Leuten. Jeder Einzelne bleibt er selbst. Und die Bibel ist sehr deutlich, lesen gleich dazu 1. Korinther 7, ihr könnt das schon mal aufschlagen. Die Bibel ist sehr deutlich, dass wir, was unsere Lebensumstände angeht, dass wir da erstmal auch nach unserer Bekehrung da weiterleben sollen, wo wir vorher gelebt haben. Also das, was man bei jungen Christen oft hat, so ich bin jetzt bekehrt, ach jetzt gibt es nur einen Weg und das ist auf die Bibelschule rein in die Mission. Das ist nicht ganz das, was die Bibel sagt, obwohl das natürlich gut sein kann. Aber 1. Korinther Kapitel 7 gibt es einen sehr klaren Befehl dazu, was wir tun sollen, wenn wir uns bekehren, wo wir dann hingehen sollen, wo unser Missionsfeld ist. 1. Korinther Kapitel 7, Vers 20. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Und dann wiederholt Paulus das nochmal für den Fall, dass das jemand nicht glaubt, weil er redet gleich von Sklaven und Freien. Also
Ja, Vers 24, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Erfüllung deiner persönlichen Lebensaufgabe, dafür, wofür Gott dich gemacht hat. Für die Erfüllung deiner Lebensaufgabe macht es fast keinen Unterschied, wo du in dieser Gesellschaft stehst und lebst. Es spielt keine Rolle, ob du jemals in deinem Leben in Urlaub gefahren bist, ob du jemals in deinem Leben, was weiß ich, in einem Feinschmecker-Restaurant gegessen hast oder schon mal einen Tauchkurs gemacht hast. Es ist eher andersrum. Es ist für die Verbreitung des Evangeliums in unserer Gesellschaft ein Riesenproblem, und das passiert, wenn Leute in die Gemeinde reinkommen, dann mit einem typischen Gemeindedurchschnitt konfrontiert werden. Ich kenne das noch so, das ändert sich gerade, aber das ist deutsche Mittelschicht, VW-Bus, 4 Kinder. So ein bisschen die harte Variante. Und du kommst rein und du denkst dir, okay, das ist mein Ziel. Da muss ich hin. Ja, lach nicht. Das ist immer so, es ist viel mehr so, als man es denkt. Und plötzlich habe ich dann die typische deutsche Durchschnittsfreikirche. Und du stellst dir die Frage, ist das das, was Gott sich gedacht hat? Und das ist natürlich nicht das, was Gott sich gedacht hat. Im Zentrum von Gottes Denken steht nämlich nicht mein Leben, sondern sein Reich. Also Gott überlegt sich, wie kann ich das hinkriegen, dass mein Reich die ganze Bevölkerung erreicht? Wie kann ich das machen, dass quer durch die deutsche Bevölkerung Leute das Evangelium hören? Also ganz egal, wo da einer steht. Und was Gott tut ist, er nimmt Leute aus den unterschiedlichsten Lebenszusammenhängen und baut sie zur Gemeinde zusammen. Also dann gibt es die Leute, ja, die stellen sich beim Jobcenter an. Und die haben eine Berufung für die Leute, die vor und hinter ihnen in der Schlange stehen. Und dann gibt es die Leute, die, ich sag's mal, mit leitenden Managern von DAX-notierten Aktienunternehmen eine Zigarre rauchen wollen, wenn das denn mal klappt. Und dann ist das deren Berufung. Und jemand anders sagt, naja, ich drücke noch die Schulbank, meine Berufung sind die Mitschüler. Und jetzt könnte ich weitergehen, ja, was betrifft, weil jeder Rentner, jeder Hausfrau, jeder Fitnessaktivist, jeder hat seine persönliche Berufung. Und indem Gott nicht so sagt, jetzt komm zur Gemeinde und jetzt machen wir mal aus dir so einen Einheitschristen, so einen Uniformierten halt, ja, alle sehen irgendwie gleich aus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich werde jetzt was Böses sagen. Ich erkenne Mormonen und Zeugen Jehovas, wenn ich nur mit dem Auto an ihnen vorbeifahre. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es einfach. Ich sehe sie und der zweite Blick sage ich, ja, die gehören dazu. Und ich habe mich, glaube ich, fast immer recht. Ich weiß nicht warum. Es hat so was Standardmäßiges an der Stelle. Und genau das ist das, was Gott eigentlich überhaupt nicht möchte. Gott möchte, dass wir individuell bleiben, dass wir unterschiedlich bleiben. Mach ein Beispiel. Kennt ihr Brownies? Ja, also ich hoffe, ihr kennt Brownies. Das sind diese amerikanischen Kekse mit großen Schokoladenstückchen drin. Also Brownies schmecken dann richtig gut, wenn große Schokoladenstückchen überall im Teig sind. Also das muss viel, viel Schokoladenstückchen drin sein. Also Igor, merke ich schon, mag das nicht. Er schüttelt sich gerade. Vor kurzem hat Katrin und Holger, ihr habt das gemacht. Ihr habt Brownies gebacken. Wie war das? Chocolate Chip Cookies. Okay, gut. Also ihr habt Chocolate Chip Cookies gemacht. Jetzt muss da eine große Portion Schokolade rein. Ja, wie macht man das? Nimmt man da einfach so einen Block und schmeißt den da in den Teig und das halt, einer hat alles so nach dem Motto? Nee. Du hast Holger dann gesehen, ja, mit so einem bestialisch großen Küchenmesser, ist er diesen Block genähert und hat er diesen ganzen Block klein geraspelt, dann wurde das schön unter den Teig gemengt und danach gab es die Mutter aller Chocolate Chip Cookies, ja, also so ein fettes Teil über und über mit Schokoladenraspeln einfach überall. Du hast reingebissen, kein Biss ohne Schoko. Und so stellt sich Gott das vor. Gott möchte, dass quasi in der gesamten Gesellschaft, egal wo du reinbeißt, du auf seine Leute triffst, die an genau der Stelle sein Aroma verbreiten. Darum geht es. Und das funktioniert nur, wenn wir Unterschiedlichkeit in der Art und Weise, wie wir Gemeinde leben, zulassen. Mit all den Schwierigkeiten. Ich möchte mit euch jetzt einen kurzen Blick auf die Jünger werfen, damit wir ein Stückchen verstehen, wie unterschiedlich die Jünger sind. Wir fangen mit den Kleinunternehmern an, die wir alle kennen. Markus Kapitel 1, Vers 16. Unsere bekannteren.
Markus 1, Vers 16. Das ist für mich so der typische deutsche Gemeindedurchschnitt. Mittelstand, fleißige Arbeiter. Da heißt es dann, und als er am See, Markus 1, 16, als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Schiff, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern im Schiff und gingen weg ihm nach. Das ist so der deutsche arbeitende Durchschnitt. Ja, also Fischer, gewohnt zu arbeiten, praktisch veranlagt, ein bisschen unterschiedliche Typen. Da ist einmal der Petrus, den kennen wir gut. Vom Typus her eher der vorneweg, hat vielleicht ein kleines Problem damit, dass er schneller redet, als er denkt. Das fällt ihm manchmal auf die Füße. Ist auch nicht so der Theoretiker, das muss man schon sagen. Also ich will ihn nicht, er ist nicht begriffsstutzig, aber Theorie ist einfach nicht seine Sache. Das merkt man so Galater 2, wenn sich da so Paulus und Petrus so ein bisschen in die Quere kommen. Ja, da hat seine Sache noch nicht so zu Ende gedacht. Auch Apostelgeschichte 10, wo der Heilige Geist sehr mühsam versucht, ihn in die Spur zu schicken. Das braucht so ein bisschen seine Zeit, aber auch wenn er so seine Schattenseiten hat, wenn es drauf ankommt, das, was er verstanden hat, ist er bereit, vor jeder x-beliebigen Menge von Menschen zu verteidigen und wenn es ihm den Kopf kostet. Deswegen ist der Mann auch ganz zu Recht der Fels, Petrus, der auf den Gemeinde gebaut wird. So von seiner Art her, ich find ihn sehr, 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 sehr interessant. Und dann haben wir Jakobus und Johannes, die werden an anderer Stelle nochmal, die bekommen auch einen Spitznamen, der ist nicht ganz so bekannt. Da heißt es in Markus 3, in Vers 16, in Vers 17 ist das, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges. Das ist Söhne des Donners. Söhne des Donners. Also Jakobus und Johannes, die verstehen sich gut, ja, miteinander, die haben so eine Linie. Da gibt es eine Geschichte. Da zieht Jesus durch Samaria, er schickt seine Leute vorne weg, die sollen ihm so das Lager bereiten. Die Samariter sagen, nee, mit dem Jesus wollen wir nichts zu tun haben. Einem Propheten, der sein Angesicht fest nach Jerusalem richtet und quasi bei uns nur durchzieht, den wollen wir nicht. Der kriegt hier nicht ein einziges Bett und so für eine ganze Mannschaft schon gar nicht. Und dann machen, das ist Lukas 9, da machen dann Jakobus und Johannes einen Vorschlag, was man denn machen sollte jetzt. Und sie sagen, als aber seine Jünger, Jakobus und Johannes, das sahen, dass sie Jesus nicht aufgenommen haben, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren sollen, wie bei Elia? Das ist so ihr Temperament, ja, so nach dem Motto, das klappt hier nicht so, wie ich mir das vorstelle. Was hältst du davon, Herr? Da haben wir im Alten Testament diese Geschichte mit Elia, die würde doch passen, ja, das wäre doch jetzt mal so eine Sache. Ja, so also eine Feuerzunge vom Himmel und dann ist alles platt. Jesus lässt das natürlich nicht zu. Es sind dieselben, die auf dem Weg nach Jerusalem, Jesus erzählt die ganze Zeit, ich werde dahin gehen, um dort zu sterben. Ich werde leiden. Und jeder vernünftige Mensch würde sich vielleicht denken, na gut, wenn Jesus das so betont, dann sollte ich ihm irgendwie zur Seite stehen. Ich sollte jetzt Zeit haben, mit Jesus nachzudenken über das, was kommt. Jakobus und Johannes haben auch ein Thema, was sie auf dem Weg nach Jerusalem miteinander bereden. Und da kommt dann am Ende die Bitte bei raus, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Auf gut Deutsch, Jesus redet über Sterben und sie reden so über die Pool Position im Königreich. So nach dem Motto, wir wären gern Vorstandsvorsitzende in dem zukünftigen Königreich. Was hältst du davon, Herr Jesus? Das ist Jakobus und Johannes. Fällt ihnen wirklich schwer, so ein bisschen ihre Position zu finden, wollen immer ein Stückchen zu hoch hinaus. Und ich glaube, ich kenne viele Christen, die entweder so dominant sind wie Petrus oder so forsch wie Johannes und Jakobus. Und das sind die Leute, die Gott in seine Mannschaft beruft. Schön, oder? Aber es geht noch weiter. Mit Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, da haben wir ja noch die ehrbaren Leute uns angeschaut. Also die mit einem vernünftigen Beruf, Mittelstand, Arbeitgeber zum Teil, ja, haben Tagelöhner gehabt. Das sind auch die, die die Wirtschaft voranbringen. Matthäus 9, Vers 9,
treffen wir auf so einen Kandidaten, der da nicht mehr drunter fällt. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Also Zöllner, haben wir schon öfter gehabt, müssen wir fast nicht betonen. Zöllner als Jünger, Entschuldigung, das geht ja nun wirklich überhaupt nicht. Ja, Zöllner hat man gemieden, Zöllner hat man gehasst, Zöllner wollte man nicht als Schwiegersöhne, Zöllner hat man geschnitten, die hat man nicht zum Geburtstag eingeladen, mit denen wollte man einfach nichts zu tun haben. Das waren die Blutsauger, die im Namen der Römer die eigenen Leute ausgenommen haben. Und jetzt passiert Folgendes. Jesus sagt dem, komm, folge mir nach. Wisst ihr, wie die Freundinnen von den Zöllnern heißen? Genau, das sind die Prostituierten, weil die haben sich zusammengetan. Also wenn ich mir die Zöllner einkaufe, kriege ich auch ihre Freundinnen noch dazu. Na super, ja? Das ist ja auch genau das, was ich mir als Team gewünscht habe oder in der Gemeinde. Aber das ist das, was Jesus an der Stelle tatsächlich beruft. Jetzt könnte man sagen, na gut, ein Zöllner, das muss halt sein, so eine Art Quotenzöllner, ja, den man braucht, damit man irgendwie auch ein bisschen als sozial durchgeht. Aber er bleibt noch nicht mal bei dem Zöllner stehen. Denn es gibt auch das andere Ende des Spektrums. Von dem liest man noch ein Stückchen weniger. Zum Glück hat uns Lukas, der ja als Naturwissenschaftler ein Herz für Genauigkeit hat, da einen tiefen Einblick gewährt. Und er schreibt uns Lukas Kapitel 6, Vers 15, das ist diese Liste zur Berufung der 12 Apostel, über einen anderen Simon. Also es gibt den Simon Petrus, aber es gibt noch einen anderen Simon. Und er hat diesen freundlichen Beinamen, Simon, genannt Eiferer. Ach, da denkt man sich irgendwie nichts dabei, war Eiferer. Na gut, wir haben im Judentum vier große Philosophien oder Denkrichtungen. Das sind die Pharisäer, die Sadduzäer, die Essener und die Zeloten. Das Wort, was hier steht, Eiferer, das ist die deutsche Übersetzung von Zelot. Jetzt, diese vier Denkrichtungen sind mit dem Problem, wir haben Römer im Land, unterschiedlich umgegangen. Die Pharisäer haben einen auf heilig gemacht und dachten, okay, durch ein gutes Vorbild, wir kommen irgendwie durch. Die Sadduzäer, das waren so die liberalen Theologen, die haben sich arrangiert, sind reich geworden und alles war gut. Die Essener, die waren etwa so heilig wie die Pharisäer, aber denen war das alles gar nichts mehr, die haben sich zurückgezogen. Also nur noch wir in unserer kleinen Community, irgendwo am besten noch am Toten Meer, wir bilden da so ein Schloss oder eben so ein, wie heißt das, wenn wo Mönche sind? Kloster, vielen Dank. Also, wir haben also unser Kloster und super. Aber es gibt auch noch die Zeloten. Und die Zeloten, das sind so, wir würden heute sagen, die Guerillakrieger. Das sind also die Jungs, die mit dem Rückzug der Essener und der Passivität der Pharisäer oder der Anpassung der Sadduzäer gar nichts anfangen konnten. Die hatten so das Motto, nur ein toter Römer ist ein guter Römer. Und wo sich das ergab, haben die das dann auch in die Tat umgesetzt. Also Gewalt als Mittel, um diese lästige Besatzungsmacht loszuwerden, so mitten, ihr müsst euch vorstellen, da liegen gerade 200-300 Jahre gute Erfahrungen hinter ihnen. Die Zeit der Makkabäer ist gerade mal 100-150 Jahre her. Wir haben gerade die Syrer aus dem Land geworfen. Warum nicht jetzt die Römer? Hat doch damals auch super geklappt. Man muss sich halt einfach nur ein Schwert nehmen und da sein, wenn es drauf ankommt. Und so ein Typ wird berufen. Jetzt stellt euch mal vor, könnt ihr euch das vorstellen? Du hast Matthäus, den Ex-Zöllner und Kollaborateur mit den Römern, an einem Lagerfeuer, bei einem Frühstück sitzen, mit Simon, dem Ex-Terroristen. Und Jesus sagt, ich hätte euch beide gerne in meinem Team. Ich denke mir, die werden sich angeschaut haben am Anfang und der eine wird gedacht haben, nee, also ich komme mit Elfen hier gut klar. Sogar mit dem Judas, der wirkt ein bisschen komisch vielleicht, aber mit dem komme ich auch klar. Aber nee, Freund, nee, Jesus, das kannst du mir nicht antun. Der ist einfach zu weit weg, das geht nicht mehr. Und Jesus beruft, ich finde das so herrlich, ja. Er beruft nicht nur den armen Simon, sondern sobald Matthäus sich bekehrt, macht Matthäus erstmal eine Party. Und wisst ihr, wen der einlädt? Seine ganzen alten Zöllnerfreunde. Das heißt, der arme Simon, der wahrscheinlich wirklich so einen Hals hat, wenn er an so diese Typen denkt. Einfach nur an diese Typen. Und die sind ja nicht bekehrt, die sind noch nicht getauft. Also kannst du nicht sagen, das ist deren altes Leben, sondern die leben immer noch so. Und du kommst da rein und du siehst den Prunk. Du weißt, woher das Geld kommt. Und Simon kommt da rein
Und er kriegt nicht nur einen Matthäus, er kriegt einen Matthäus plus alle seine Freunde und mittendrin Jesus. Und Jesus wird ihm gesagt haben, so jetzt wollen wir mal schauen, ob wir die erreichen und denen was vom Reich Gottes erzählen. Und ich hoffe und ich wünsche dir ähnliche Situationen. Ich wünsche dir Situationen in der Gemeinde, wo du einfach dadurch, dass du auf Leute triffst und mit ihnen zusammen evangelisierst, in Situationen kommst, wo du für einen kurzen Moment so eine Art Déjà-vu hast, so ein, was mache ich hier eigentlich? Weil es einfach nicht mehr deine Welt ist, weil du dich so weit entfernst von dem, was du bist oder meinst zu sein, dass du in Bereiche vorstößt, wo du einfach sagst, wow, es ist spannend, Gemeinde zu leben, es ist spannend, Christ zu sein und hier an dieser Stelle auf Leute zu treffen, die hätte ich früher verurteilt für ihren Lebensstil, mit denen hätte ich nicht 2 Minuten an einem Tisch gesessen. Aber ich bin heute bereit, sie zu erreichen mit dem Evangelium, weil mein Leben seine Mitte gefunden hat in Jesus. Und da, wo Jesus hingeht, gehe ich mit. Und das, was ich an Abneigung habe, wo ich sage, ich mag Leute eigentlich nicht mehr, das hat kein Recht mehr in meinem Leben. Weil ich gerne leben möchte, wie Jesus gelebt hat. Die ehrbaren Handwerker Petrus und Jakobus an einem Tisch mit Prostituierten. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich meine, das mag in einem Moment für einen kurzen Moment mal spannend sein, ja? Aber das ist nur für einen kurzen Moment spannend. Und danach stellst du dir einfach die Frage, sag mal, bin ich hier richtig? Kann das wirklich sein? Und dann kommen solche Leute womöglich zum Glauben und sind in der Gemeinde. Und dann hast du neben dir jemanden sitzen, der ist HIV-positiv. Und er reicht dir den Kelch weiter beim Brotbrechen. Kann nichts passieren, müsst ihr euch keinen Kopf machen. Aber schön, ne? Das ist Gemeinde, das ist gelebte Gemeinschaft. Ich möchte euch noch die letzten Jünger zeigen, die ich toll finde, weil die auch immer so ein bisschen untergehen. Lukas 8. Da heißt es in Lukas 8, ab Vers 1, und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte und die 12 mit ihm. Bis dahin ist der Satz völlig normal, aber jetzt kommt ein Ding, herrlich. Lukas 8, Vers 2. Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chuzza, des Verwalters Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Liest man schnell drüber. Wisst ihr, was das heißt? Diese ganze Jesus-Kampagne wurde im Wesentlichen finanziert von Frauen. Und sie wurde im Wesentlichen finanziert anscheinend von wohlhabenden Frauen. Also nicht so von Leuten, die, wenn sie 10 Groschen haben und einen verlieren, dann erstmal irgendwie im ganzen Haus suchen, sondern wenn ein Groschen verloren geht, wahrscheinlich sagen, naja, komm, lass gut sein. Soll jemand anders suchen. Ist nicht mein Ding. Wohlhabende Frauen, die Frau des Verwalters, das ist ein relativ hohes Amt schon. Und das haben wir immer wieder in der Kirchengeschichte, ihr müsst das mal euch durchschauen, dass an entscheidender Position wohlhabende, einflussreiche Frauen entscheidende Weichenstellungen vornehmen fürs Reich Gottes. Das ist ganz faszinierend. So, und jetzt schauen wir uns diese ganze Bande nochmal an, also die da so unterwegs ist, und überlegen uns, was das heißt. Riesige Unterschiede im Charakter, riesige Unterschiede im Hintergrund, im Beruf, in der sozialen Stellung. Das ist das, was Jesus da um sich herum versammelt. Und das ist das, was wir hoffentlich hier in der Gemeinde irgendwann genauso erleben werden. Noch gerne noch ein Stückchen mehr, als wir es im Moment haben. Stellt euch eine Gemeinde vor, wo Leute zusammenleben. Du hast auf der einen Seite, was weiß ich, den Aufbrausenden, ja, und dann hast du den Stillen. Du hast so diesen kühl, sachlich Distanzierten und den Emotionalen. So direkt in einer Gemeinde zusammen. Du hast vielleicht den, der so sein Herz auf der Zunge trägt und den, wo du fragst, kann der überhaupt reden, weil der hat noch nie was gesagt. Da hast du den mit der, ich nenne es mit der klassischen Bildung, so Latein bis zum Abi. Und daneben hast du den, der so einen Ach und Krach Hauptschulabschluss hat, weißt du, so gerade so durchgerutscht. Die gehören plötzlich zur Gemeinde zusammen. Du hast den Gutverdiener neben dem Arbeitslosen sitzen.
Du hast den Akademiker neben der Verkäuferin. Du hast den Netten neben der Kratzbürste. Das ist Gemeinde. Nee, das ist einfach so. Und darauf dürfen wir uns einlassen. Stellt euch das mal vor. Ist das nicht toll? Und ihr merkt automatisch, nee, eigentlich möchte ich das nicht. Eigentlich möchte ich das nicht. Und jetzt komme ich und sage, aber das ist Gemeinde. Und du kannst es dir nicht aussuchen. An der Stelle tut es mir wirklich leid, wenn wir über Liebe reden, dann reden wir darüber, dass wir Liebe üben und Liebe lernen in einer Gemeinde, wo Unterschiede unglaublichen Ausmaßes existieren. Und wenn wir Gottes Liebe zu unserem Exportschlager machen wollen, wenn wir sagen, das ist das, was wir exportieren wollen in die ganze Welt, dann müssen wir es lernen, zuerst einmal miteinander klarzukommen. Mit diesen Unterschieden. Und dann müssen wir es lernen, eine Liebe zu leben, die nicht einfach nur Nettigkeit ist, sondern die übernatürliche Liebe ist. Eine Liebe, die Gott uns erwiesen hat am Kreuz, eine Liebe, die Gott uns geschenkt hat durch den Heiligen Geist, eine Liebe, die Stück für Stück Teil unserer Natur wird, in dem Maß, wie wir uns umgestalten lassen in den Charakter Jesu. Und dann wird die Gemeinde auf der einen Seite ein Ort, wo wir unterschiedlich bleiben. Das ist ganz wichtig. Wir bleiben unterschiedlich. Wir werden nicht identisch. Bitteschön, wir bleiben ganz wir selber. Und auf der anderen Seite wird es ein Ort, wo wir in dieser Unterschiedlichkeit, weil wir einander lieb haben, eins werden. Wir brauchen die Unterschiedlichkeit, damit Gott sein Ziel erreicht. Stellt euch das bei einer Fußballmannschaft vor. Ja? Du hast einen Torwart und du hast einen Stürmer. Das sind unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Aufgaben haben. Kannst du nicht einfach auswechseln und sagen, so in der zweiten Halbzeit geht mal der Stürmer ins Tor und der Torwart geht mal vorne. Das geht nicht. Deswegen ist es so Quatsch, wenn man denkt, in der Gemeinde müssten alle gleich sein. Jeder hat seine Position, auf der er spielt. Und damit er die Position spielen kann, deswegen ist es wichtig, dass er selber bleibt. Deswegen ist das so falsch, ja, wenn man so denkt, naja, wir bilden mal so eine Kommune. Ja, am Eingang gibt jeder seins ab und dann sind wir alle gleich. Das ist Quatsch. Dann erreichst du nichts mehr. Du bist du und du darfst du bleiben und du sollst auch du bleiben. Ich will es noch ein bisschen radikaler sagen. Niemand ist verantwortlich für dein Leben. Ich bin nicht verantwortlich für dein Leben. Du lebst dein Leben. Und ich will dir überhaupt nicht vorschreiben, wie du dein Leben zu leben hast. Ich kann dir nur sagen, lebe dein Leben bitte so, dass du zuerst nach Gottes Reich trachtest. Und jetzt schau mal, wo Gott dich hingestellt hat. In der Gesellschaft, in welchen Arbeitsplatz, in welches soziale Umfeld. Und was heißt das für dich da? Ich werde mich nicht hier vorne hinstellen und sagen, jeder muss sein Geld weggeben und die Mission spenden, dann ist gut. Das stimmt einfach nicht. Sondern du lebst an deiner Stelle, wo Gott dich berufen hat, dein geistliches Leben aus. Ich kann dir sagen, Habsucht ist falsch, das ist eine Grenze, ja? Und wenn du alles nur für dich haben willst und nie jemandem was anderes abgibst, also wenn du nicht freigebig bist, das ist auch falsch. Aber dazwischen, ja, zwischen Habsucht und Freigebigkeit, das ist ein Riesen, ja, merkt ihr, da passen 5 Lebensstile rein, die ganz unterschiedlich sind. Und ich weiß nicht, welcher Lebensstil für dich richtig ist. Ich merke nur, wir werden unterschiedlich antworten auf die Frage, wie soll ich mein Leben leben? Und diese unterschiedlichen Antworten werden daher kommen, dass wir unterschiedliche Plätze in der Gesellschaft besetzen, unterschiedliche Zielgruppen haben. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir das nie miteinander verwechseln, dass wir nicht neidisch werden auf die, die formal mehr haben und nicht sehen, mit welcher Verantwortung sie an der Stelle ausgestattet sind. Und dass wir nicht herabschauen auf die, die formal weniger haben und nicht begreifen, dass diese sozial Schwächeren genauso ihre Aufgabe haben, Leute zu erreichen wie die Reicheren. Und deswegen, in der Gemeinde gibt es eine ganz merkwürdige Spannung. Also die Spannung besteht darin, unterschiedliche Leute treffen aufeinander und sie bleiben unterschiedlich. Aber sie werden in Gott eins. Das ist irre. Das heißt, in der Gebetsgemeinschaft, da spielt es keine Rolle, was du für ein IQ hast, für eine Bildung, für ein Einkommen, sondern wir treten vor Gott und wir werden eins vor Gott. Da ist jeder gleich, 100%ig identisch. Wir treten vor Gott. Und dann gehen wir quasi wieder raus in die Welt, jeder an seinen Ort und versuchen da in unserem Umfeld, so wie Gott uns Gelegenheit schenkt, Gemeinde zu bauen.
Und deswegen ist das ganz wichtig, wenn wir in der Gemeinde zusammen sind, dass der, der weniger hat, nicht denkt, ach, ich bin irgendwie ein armer Tropf und ich weiß gar nicht, was ich hier soll und ach, wenn ich nur dies und das hätte, ja. Da schreibt Jakobus, der niedrige Bruder rühme sich seiner Hoheit. Wenn du in der Gesellschaft weniger angesehen bist, dann freu dich über das, was du bist. Du bist ein Königskind. Du bist Erbe einer unglaublichen, ewigen Verheißung. Alles gehört dir. Jetzt noch nicht, ja. Aber es dauert nicht mehr lange. Im Vergleich zu den paar Jahren, die du jetzt noch hast, ist Pipifax. Und dann sagt Jakobus, der Reiche aber, also dem es besser geht, der rühme sich seiner Niedrigkeit. Der Reiche darf wissen, im Licht des allmächtigen Gottes bin ich nichts. Er darf einen ehrlichen Blick auf sein Leben werfen. Das ist ein Schnipp. Das ist so schnell vorbei. Ich will mal bloß hoffen, dass ich mit meinen Gaben, mit dem, was Gott mir anvertraut, richtig umgehe. Und das heißt, Liebe in der Gemeinde mit diesen Unterschieden zu leben. Zu sagen, okay, wir wollen das irgendwie hinkriegen, dass wir, jeder Einzelne, tatsächlich an der Stelle weiter leben und wirken können, wie Gott uns dazu berufen hat, an unterschiedlichen Stellen zu leben. Dass jeder verantwortlich vor Gott lebt. Und dass wir trotzdem als ein Team unterwegs sind, wo wir füreinander beten, füreinander einstehen, miteinander, immer wieder einander ermutigen, wie wir es jetzt hatten beim letzten Mal, zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt, ich möchte dir heute eigentlich Folgendes sagen. Ich möchte dir sagen, du bist einmalig. Du bist dazu berufen, einem bestimmten Lebensumfeld zu evangelisieren. Und das ist erstmal das, in dem du drin gesteckt hast, als du dich bekehrt hast. Niemand wird die Menschen, die da leben, so leicht erreichen, wie du das tun kannst. Das ist erstmal das, was wir begreifen müssen. Und dann, weil wir unterschiedlich sind, aber auch unterschiedliche Leute erreichen wollen, werden wir immer so ein unterschiedlicher Haufen sein. Wir werden immer ein Haufen sein von Leuten, die irgendwie nicht zusammenpassen. Also wenn du den Eindruck hast, Gemeinde ist mir irgendwie zu wild, dann ist Gemeinde gut. Ja, das ist so wie mit dem Brownie, ja? Also es muss halt einfach gemischt sein. Wenn Gemeinde zugleich wird, dann stimmt irgendwas nicht. Wir müssen ein Durcheinander von Leuten sein, geprägt von Unterschieden sein, von Unterschieden, die so schlimm sind, dass Gott sie schon wieder gewollt haben muss, um was er misswahr ist. Ja? Also es muss einfach toll sein. Und dann möchte ich dich bitten, dass du diese Unterschiedlichkeit lernst zu ertragen und ich möchte dich darum bitten, dass du sie genießt. Auf alle Fälle möchte ich dich bitten, dass du ganz konkret Liebe übst, um mit den Typen in der Gemeinde auszukommen, die dir nicht liegen. Und es muss sie geben, nochmal, es muss sie geben. Wenn das nicht der Fall ist, hast du irgendwie noch keine Nähe zu anderen Leuten. Es muss diese Leute in der Gemeinde geben, die dir nicht liegen. Warum? Weil wir so unterschiedlich sind. Und wenn du das zulässt, dass du den Leuten nahe kommst, wirst du das merken. Also, Unterschiedlichkeit in Liebe zu einem Team zusammen. Wir bleiben an dem Platz, wo Gott uns beruft. Wir leben Gemeinde. Wir leben Evangelisation. Und da, wo wir auseinanderdriften, weil wir unterschiedlich sind, hält uns die Liebe zusammen. Lass mich zum Schluss noch ein letztes Mal diesen Traum sagen. Ich habe echt Lust auf eine Gemeinde, wo Liebe gelebt wird. In einer Radikalität, wie ich es im Moment in einer christlichen Gemeinde noch nicht kenne. Darauf habe ich echt Lust. Wo man aufhört, schlecht übereinander zu reden, schlecht übereinander zu denken, wo man einem das Gute unterstellt, wo man einander hilft, wo man füreinander da ist, wo man einander stehen lässt, wo Unterschiede gelebt werden dürfen, weil man ein gemeinsames Ziel hat. Und dieses gemeinsame Ziel heißt, wir wollen Menschen retten. Wir wollen sie mit dem Evangelium retten. Wir wollen erreichen, dass andere Menschen von der Liebe Gottes erfahren und an einem Strick ziehen. Und wir wollen, dass andere Menschen an der Liebe, die wir zueinander haben, erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Amen.